am Morgen des 19. Juli 2022. Jetzt kommt die große Hitzewelle. Heute soll es hier in Forchheim 36 Grad warm werden und morgen sogar 38. Könnte also fast 40 Grad geben. Und laut neuester Prognosen soll es dann weiterhin so warm bleiben. Also nicht mehr ganz so heiß, aber immer so 30 bis 35 Grad. Es müsste halt mehr regnen. Es trocknet alles aus. Ja, jetzt ist es noch total angenehm. Sogar richtig kühl. Heute Nacht hat es noch mal richtig schön abgekühlt. Gott sei Dank. Da haben sie mal endlich Mülleimer aufgestellt, wo Tiere nicht rankommen, weil die haben immer große Sauerei produziert. Also morgens ist hier so richtig schön. Das Morgenlicht ist eigentlich wunderschön. Hier sieht man wenigstens mal ein paar Enten. Dachte schon, heute sind wir gar keine Tiere. Ja, momentan muss man wirklich, soweit es möglich ist, im Freien die Morgenstunden nutzen. Ja, hier ist noch ein bisschen Wasser drin, aber gleich dahinter ist keins mehr drin. Also auch das Mündungsgebiet sozusagen des Schleenbachs ist vollkommen ausgetrocknet. Das wird die nächsten Tage wohl leider nicht besser werden. Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt-Gönz. Heute am 20.07. bei den Enten. Gestern hatten wir 35 Grad und heute soll es sogar 38 Grad werden. Deswegen bin ich jetzt schon wieder morgens unterwegs und drehe da meine Runde, dass ich ein bisschen auf Schritte komme. Wunderschön die Morgenidylle. Ja, hier haben wir sogar einen Sandsteinfelsen, der auch nicht allzu groß ist. Und hier gibt es eine Kneippanlage. Ist bei dem Wetter auch nicht schlecht. Hier hat man auch immer einen schönen Blick. Die blüht noch so schön. Das ist Wahnsinn, wie hier die Sonne schon runterbrennt. Es wird schon unerträglich. Hier leuchtet so schön das Licht durch. Und da reflektieren sich in den Blättern sogar die Wellen. Wenn man genauer hinschaut. Das sieht doch heiß aus, oder? Und das ist auch ein schönes Fleckchen, finde ich.